Hallo und herzlich willkommen bei Gewinner TV. Mein Name ist Ruben Schäfer und hier geht es heute mal um das Thema Steuern. Und zwar aus einer etwas anderen Perspektive, nämlich insbesondere für unsere Schweizer Zuschauer, geht es mal darum, wie man eigentlich als stark wachsendes Unternehmen in der Schweiz sich steuerlich gut aufstellen kann. Und dafür habe ich einen der wahrscheinlich erfolgreichsten Steuerberater aus der Schweiz hier bei mir. Freue mich auch sehr, dass er da ist. Hendrik Telepski ist hier. Hi, grüß dich. Freut mich sehr, da zu sein. Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch sehr, dich hier zu haben. Weit angereist heute Morgen noch. Erzähl vielleicht mal, ich glaube, wenn jetzt hier noch deutsche Zuschauer zugucken, dann denken sie sich wahrscheinlich, Schweizer Steuerberater, das ist ja irgendwie so, das klingt eigentlich obsolet, weil in der Schweiz sind die Steuersätze ja eh extrem gering. Wofür braucht man euch eigentlich? Also was sind so die steuerlichen Besonderheiten in der Schweiz oder gibt es da auch noch so viel Potenzial wie in Deutschland? Es ist tatsächlich so, dass wir Schweizer da so ein bisschen so einen speziellen Ruf haben, weil in Deutschland zahlt man praktisch eigentlich doppelt so viel Steuer. Und in Deutschland denken die Leute dann immer so, ja, in der Schweiz sind die immer ein bisschen speziell und alles. Das Ding ist, es ist wirklich so, man zahlt ungefähr die Hälfte an Steuern hier in der Schweiz, teilweise sogar ein Drittel. Das Spezielle an der Schweiz ist, dass es da eben die einzelnen Kantone gibt und jeder Kanton hat eigentlich das Recht, selber zu regeln, wie viel Steuern der Kanton erhebt, und zwar sowohl auf Unternehmerebene als auch auf Privatpersonenebene sozusagen. Ja. Also das ist so ein bisschen das Spezielle an der Schweiz. Du hast dich jetzt auf schnell wachsende Digitalunternehmen spezialisiert, im Bereich E-Commerce, im Bereich Beratung etc. Was ist da die Besonderheit? Warum ist das ein anderer Bereich und was gibt es da steuerlich in der Schweiz vielleicht auch zu beachten? So? Also grundsätzlich ist es so, dass Wachstumsunternehmen, die stehen hinter ganz anderen Herausforderungen, weil es ist eben tatsächlich so, dass sehr viele Tipps von Steuerberatern, aber auch anderen Beratern gegeben werden, von Treuhändern, die so ein bisschen so sich auf den Durchschnittsunternehmer richten. Und es ist eben was komplett anderes, wenn du ein starkes Wachstum hast und wenn du vor allem auch große Margen hast, ja, wenn du tiefe Kosten hast im Verhältnis zu deinem Umsatz, dann kann es eben sehr schnell passieren, dass du sehr hohe Gewinne hast. Ja. Und da reicht es eben nicht aus, wenn du einfach so ein paar von den typischen Steuerabzügen hier geltend machst, so ein bisschen irgendwie Reisespesen und Homeoffice-Anteile und vielleicht noch gewisse Rückstellungen und so weiter, sondern da musst du wirklich mit der großen Kelle vorgehen. Und deswegen haben wir uns auf den Bereich spezialisiert, weil wir eben selber auch stark gewachsen sind innerhalb von kurzer Zeit. Und das ist auch der Grund, warum wir dann natürlich besonders gut auch die Unternehmer in der Schweiz verstehen, die sich in derselben Situation befinden. Ja. Gib doch mal vielleicht ein paar Beispiele dafür. Also in Deutschland gibt es ja immer so ein paar Klassiker, die dann genannt werden. Wie ist das in der Schweiz? Oder was sind so Sachen, ist das eigentlich vergleichbar oder was sind so die Sachen, die da insbesondere eben auch besonders sind, wo man noch einen Hebel hat? Also in den groben Zügen ist das vergleichbar. Zum Beispiel hier, ein Beispiel wäre, dass die Firmenform spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Vor allem spielt es eine Rolle, ob du zum Beispiel startest mit einer Einzelfirma oder mit einer GmbH. Und hier ist es eben so, dass die Empfehlung oftmals rausgeht an Unternehmer, ja, starte doch mal mit einer Einzelfirma oder eine Einzelfirma reicht vollkommen aus, solange du noch tiefe Umsätze hast und so weiter. Aber das, wenn man dieser Empfehlung folgen würde, wenn du jetzt ein Unternehmer bist, der ein starkes Wachstum hat, dann verbrennst du eigentlich Geld, weil du relativ schnell dann in die Situation kommst, dass dein privates Einkommen total in die Höhe schießt. Und in Deutschland ist das zum Beispiel so, dass man relativ schnell den Grenzsteuersatz erreicht von rund 50%, soweit ich weiß, bei 60.000 Euro Jahreseinkommen. Ja. Und in der Schweiz geht das halt richtig langsam hoch. Also du musst mehrere Hunderttausende von Franken pro Monat verdienen, damit du da, sage ich jetzt mal, an die Spitzensteuersätze kommst. Hängt natürlich auch vom Kanton ab. Aber das ist zum Beispiel ein Beispiel, dass man da idealerweise nicht mit einer Einzelfirma startet, sondern mit einer GmbH. Ich gehe da vielleicht nicht zu sehr ins Detail, da könnte ich den ganzen Tag drüber reden, aber grundsätzlich GmbH ist zum Beispiel ein Beispiel, wo man direkt auf eine GmbH gehen sollte, weil man viel mehr Kontrolle hat und man kann vor allem seine private Einkommenssteuersituation drastisch reduzieren. Ja, jetzt hast du viele Unternehmer natürlich dann auch bei dir, weil sie eben digital affin sind, die wahrscheinlich auch ein bisschen jünger sind. Was sind so die klassischen Fehler, die auch mal gerne machen, wo du dann nachher dir denkst, so, ach Mensch, hätte man vorher mal drüber sprechen sollen, hätte man das anders hinbekommen. Was sind so die Klassiker, die du immer wieder siehst, wo du denkst, das hätte man auf jeden Fall vermeiden können? Also eine Sache ist zum Beispiel das eben mit der Firmenform, aber andere Beispiele sind zum Beispiel, wenn man jetzt eine GmbH hat oder eine Aktiengesellschaft und man zahlt sich auch einen Geschäftsführerlohn aus. Da ist dann auch die Frage, wie viel soll ich mir auszahlen, wie hoch soll ich meinen Lifestyle überhaupt machen zum Beispiel, meinen privaten Lifestyle, worein soll ich das aber auch investieren, zum Beispiel das Geld? Soll ich das vom Privaten aus machen, also mir lieber mehr Lohn auszahlen oder Dividende
Dividende, also Gewinnausschüttung, und da lieber vom Privaten aus investieren? Oder mache ich das eher von der Firma aus? Und das sind so Sachen, die einen wesentlichen Unterschied ausmachen, wenn es dann um die Geschwindigkeit von deinem Unternehmenswachstum angeht. Und da beraten wir auch sehr gerne, wann ergibt das überhaupt Sinn, zum Beispiel in Aktien und Immobilien und so weiter zu investieren, aber auch, wie hoch soll der Lohn sein? Also das ganze Konstrukt, das ist eigentlich so, da werden sehr, sehr viele Fehler zum Beispiel gemacht. Es gibt noch viele andere Beispiele, aber das würde ich sagen, sind so die Hauptsachen. Wie ist das denn eigentlich? Ich glaube, gerade digitale Unternehmen machen ja wahrscheinlich nicht an der Schweizer Grenze halt. Das heißt, ihr habt zwar Kunden bei euch, natürlich Fokus auf Schweizer Steuerrecht, aber die Firmen werden wahrscheinlich auch deutsche, Österreicher, französische Kunden oder sogar international, also wirklich auch jenseits des europäischen Kontinents haben. Was gibt es da für Fälle und inwiefern seid ihr da spezialisiert, mit sowas umzugehen? Das ist eben ein sehr, sehr guter Punkt, weil das Problem entsteht, wenn die meisten digitalen Unternehmer, die bieten entweder eine Dienstleistung an, ja, zum Beispiel ein Coaching, und in der Regel wird das dann im ganzen Dachraum, also Deutschland, Österreich und Schweiz, angeboten. Aber auch zum Beispiel E-Commerce ist so eine typische Situation. Zum Beispiel, wir haben auch viele Amazon-Händler, aber auch viele Dropshipper, aber auch viele normale Leute. Und das Ding ist, dass in diesen Situationen hast du mehrere Steuersysteme. Das ist das Problem. Ja. Du musst dich nicht nur auskennen mit der Schweiz, du musst dich nicht nur auskennen zum Beispiel mit Deutschland, ja, zum Beispiel mit der Umsatzsteuer in Deutschland, sondern du hast auch noch Doppelbesteuerungsabkommen. Das heißt, du hast eigentlich so praktisch drei Rechtssysteme, mit denen du dich auskennen musst. Ja, und da ist es oftmals so, dass sehr viele schweizerische Treuhänder sich eher so ein bisschen auf die Schweizer Situation fokussieren. Aber dadurch, dass ich selber jetzt hier zum Beispiel aus Deutschland komme und hier diese Dienstleistung anbiete, habe ich auch sehr viel Erfahrung oder so ein bisschen so, ich habe ein Grundinteresse an Deutschland zum Beispiel. Und dadurch habe ich so eine gewisse Affinität gehabt, dass ich mich für diese beiden Steuersysteme interessiert habe. Und dadurch geben wir hier unseren Kunden Mehrwert, dass gerade dort gibt es sehr viele Unsicherheiten. Gerade was die Mehrwertsteuer angeht, wenn ein Coach zum Beispiel im Ausland eine Dienstleistung erbringt, da ist zum Beispiel auch ein Unterschied, ist das zum Beispiel im Bereich Lebensberatung oder das kommt wirklich auf das Businessmodell drauf an, wo es dann wirklich entscheidend ist. Und zum Beispiel auch bei E-Commerce, da muss dann auch die Umsatzsteuer zum Beispiel in Deutschland abgewickelt werden und da muss man auch zum Beispiel eingetragen sein innerhalb von Deutschland. Das machen viele Treuhänder auch gar nicht oder die wissen das gar nicht, dass man da in einem gewissen Register eigentlich registriert sein muss und das sind so die Punkte. Ja, es kann richtig teuer werden dann. Das kann extrem teuer werden, ja. Vor allem das Problem daran ist, dass man im Nachhinein oftmals nichts machen kann und es kann dann sein, dass du nach 2 oder 3 Jahren dann eine richtig große Steuernachzahlung hast und das kann dich praktisch in den Konkurs treiben. Ja, so Cases will man natürlich nicht und ihr beratet dann entsprechend da natürlich auch. Wie ist das denn eigentlich, wenn ich jetzt relativ am Anfang stehe? Ihr seid ja auch dann schon der richtige Partner. Das heißt, ich kann dann zu euch kommen, mit euch gemeinsam wachsen. Beschreibt mal so ein bisschen, wie ist so der Weg, wenn man jetzt mit euch zusammenarbeitet, um dann eben ein steuerlich und auch rechtlich wirklich gutes und sicheres Unternehmen aufzubauen? Das ist ein sehr guter Punkt, gut, dass du das erwähnst, weil sehr viele Unternehmer, die starten von Anfang an erstmal vielleicht teilweise ohne Treuhänder, weil sie mit irgendwelchen anderen Unternehmern reden, die teilweise sehr gefährliches Halbwissen haben, ja, weil teilweise wissen die Leute schon korrekte Sachen, aber dann in einem falschen Kontext. Und dann kann es sein, dass du genau das Falsche machst, also entgegengesetzt zu dem, was eigentlich sinnvoll ist. Und aus dem Grunde betreuen wir sehr gerne wirklich von Anfang an, weil da geht es dann schon um die Firmenform. Aber es geht zum Beispiel auch um die Mehrwertsteueranmeldung in der Schweiz. Das wird massiv unterschätzt, dieses Thema. Also wir haben in letzter Zeit immer wieder Unternehmer, die zu uns gekommen sind, die dann festgestellt haben, dass sie eigentlich beraten worden sind. Ihnen wurde gesagt, sie müssen sich gar nicht registrieren bei der Mehrwertsteuer. Aber später hat sich herausgestellt, sie hätten sich schon vor 1,5 Jahren oder so registrieren müssen. Und das sind so Situationen, die wirklich Horrorszenarien sind, wo wir direkt am Anfang schon sozusagen eingreifen und alles sauber aufgleisen. Mhm. Und du hast noch gefragt jetzt, wie kommt man zu uns oder wie ist so der ideale Prozess? Also idealerweise, wenn du dich in der Phase befindest, wo du kurz davor stehst, die Firma zu gründen, melde dich einfach bei uns. Du kannst zum Beispiel auf der Webseite einfach eine kostenlose Beratung buchen und dort genau schauen wir dann, ob und wie wir entsprechend weiterhelfen können. Genau. Kommen wir mal so ein bisschen zu dir. Was ist eigentlich so dein Background? Du hast es gerade schon gesagt, du kommst aus Deutschland, bist auch selber ein digital affiner Unternehmer und viel unterwegs. War das so vorprogrammiert quasi oder wie bist du da reingerutscht? Wie kam das? Erzähl mal deine Karriere ein bisschen. Das Ding ist, ich wollte eigentlich nur zum Studieren in die Schweiz ziehen. Ich komme ursprünglich aus Bremen, ich bin dort aufgewachsen. Und ich wollte in die Schweiz, weil Bremen ist so ein bisschen, sag ich jetzt mal,
bisschen Ghetto. Also da ist die Kriminalität sehr hoch und das hat mir wirklich gesagt nicht so gut gefallen. Ich wollte in ein stabiles Land, wollte unbedingt mal die Schweiz erleben, bin deswegen zum Studium hierher gekommen und habe dann selber ein Unternehmen gegründet oder beziehungsweise zwei Unternehmen. Ein Unternehmen mit meinem Vater habe ich aufgebaut und ein Unternehmen mit meinem Bruder. Und da war das dann so, dass ich selber auch einen Treuhänder hatte, beziehungsweise Steuerberater. Und das war die Situation, wo ich sehr viel Beratung bekommen habe und ich habe gemerkt, wie extrem mich das weitergebracht hat und wie cool das eigentlich ist. Also ich habe die Person so bewundert, dass er dann mit den ganzen Unternehmern zusammensitzt und die berät und alles drum und dran. Und zwar sind meine Businesses immer besser gelaufen, ja, diese Unternehmen sind immer besser gelaufen, aber ich war einfach so fasziniert. Ich habe ihn einfach gefragt, so hey, kann ich nicht einfach bei dir arbeiten? Und er hat auch gesagt, so hey, du bist genau, kommst genau zum richtigen Zeitpunkt, du hast genau die richtige Ausbildung. Also da hatte ich auch schon mein Universitätsstudium fertig gehabt. Und er meinte auch, das passt perfekt, auch jetzt vom Persönlichkeitstyp und alles drum und dran. Und er hat eben gemerkt, dass ich so neugierig die ganze Zeit gefragt habe und das war eigentlich so der Weg, wie ich da hingekommen bin. Und dann 4,5 Jahre später habe ich dann mein eigenes Unternehmen gegründet. Mhm. Und genau. Ja, ihr seid ja mittlerweile auch relativ groß. Ne? Erzähl mal ein bisschen, wie seid ihr jetzt so aufgestellt? Jawohl. Also wir sind, ich war einige Zeit lang erstmal selbstständig und habe das nicht so mit Vollgas verfolgt, sage ich jetzt mal. Ja, also ich habe gewisse Kunden gehabt und so, aber nachdem ich 4,5 Jahre gearbeitet habe, wollte ich auch erstmal ein bisschen das entspannter angehen und so weiter. Und dann habe ich mich aber dann so anfangs 2019 dazu entschieden, wirklich Vollgas zu gehen und wirklich was richtig Großes auch, sage ich jetzt mal, aufzubauen. Und das war eigentlich so der Zeitpunkt, wo ich dann innerhalb von 2,5 Jahren das Unternehmen eben von der Selbstständigkeit auf 14 Vollzeitstellen gebracht habe. Mhm. Das heißt, für ein Treuhandunternehmen ist das ein extremes Wachstum. Also ich habe bisher auch kein anderes Treuhandunternehmen getroffen, das das so in der Zeit erreicht hat. Und wir mussten eben wirklich die typischen Probleme lösen, die jeder Treuhänder hat, wie zum Beispiel Fachkräftemangel. Das ist ein riesen Branchenproblem, das mussten wir lösen. Und es gab eben viele von solchen Hürden. Genau. Ja. Da können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Vielleicht auch ein Thema, wie man bei euch zum Beispiel arbeiten kann. Wenn man jetzt sagt, das finde ich interessant, das hört sich jetzt spannend an, ich möchte auch gerne lernen und ich bin jetzt vielleicht auch in der Ausbildung zum Treuhänder und finde genau diesen Bereich auch interessant. Ich will eigentlich keine Einzelhändler oder so mehr machen, sondern in den digitalen Bereich rein. Wie seid ihr da aufgestellt? Bildet ihr aus oder kann man bei euch dann einsteigen? Erzähl mal ein bisschen, wie kann man bei euch Karriere machen? Also grundsätzlich ist das so, dass wir haben sehr viel interne Weiterbildungssysteme. Das heißt, wir arbeiten auch sehr gerne mit Quereinsteigern zum Beispiel, weil ehrlich gesagt wollen wir auch nicht, dass unsere Mitarbeiter zu sehr verschandelt werden, auch, sage ich jetzt mal, in anderen Treuhandbüros. Also es soll jetzt nicht böse gemeint sein, aber das ist einfach so, dass wir eben so stark digital arbeiten und wir arbeiten auch zum Beispiel über WhatsApp mit unseren Kunden zusammen und wir haben einfach andere Wege, wie wir mit den Kunden zusammenarbeiten und deswegen ist für uns wichtig, dass wir unsere Mitarbeiter oder Mitarbeitenden von vornherein sauber ausbilden. Es liegt auch daran, dass meine erste Mitarbeiterin, die ist im März 2020 zu uns gekommen und da hat gerade Corona angefangen und ich war eigentlich gezwungen, sie dann digital auszubilden und aus diesem Grunde haben wir jetzt eigentlich auch extrem gute Weiterbildungsplattformen geschaffen, digitale Weiterbildungsplattformen und deswegen fördern wir unsere Mitarbeitenden sehr stark, was die Weiterbildung angeht. Ja. Genau. Du hast gerade eben was gesagt. Ich meine, klar, man will jetzt nicht unbedingt die Kollegen bashen, aber was würdest du sagen, warum sind die meisten Treuhänder in dem Bereich so schwach aufgestellt? Ist es vielleicht eine Altersthematik oder einfach ein Desinteresse, lange verschlafen? Oder was würdest du sagen, warum ist da so ein Defizit, wo ja stellenweise, hast du ja schon gesagt, wirklich in eine komplett falsche Himmelsrichtung beraten wird? Ich meine, das ist ja nicht absichtlich so, aber warum ist das so? Genau, es steht natürlich kein böser Wille dahinter. Das Problem ist halt, dass du als Treuhänder sehr viele Kundenanfragen bekommst, weil praktisch jeder Mensch in der Schweiz ist ein potenzieller Kunde für dich, weil jede Privatperson braucht eine Steuererklärung, aber auch jeder Unternehmer braucht eine Steuererklärung. Das heißt, Treuhänder sind eigentlich verwöhnt und das führt oftmals dazu, dass sich Treuhänder auch nicht so viel Mühe geben müssen. Ja? Ist, wie gesagt, keine böse Absicht oder so, aber dadurch zum Beispiel, das ist etwas, was uns unterscheidet. Wir wollten wirklich, für uns ist einfach wichtig, wir wollen einfach 10 von 10 geben. Für uns ist eben Qualität sehr wichtig und ich denke, das ist eins der Hauptprobleme, dass da zu wenig Druck ist und man kann heutzutage immer noch ganz altmodisch irgendwelche horrenden Stundensätze verrechnen und immer auf die Uhrzeit schauen, wenn mal jemand anruft oder irgendwie sowas. Klar, kann man machen, aber das ist schon recht veraltet, das ist schon so, ja. Ja, ja.
Du hast ja mittlerweile auch mit sehr vielen Digitalunternehmern zusammengearbeitet und da die verschiedensten Geschichten erlebt. Erzähl mal so ein bisschen aus dem Alltag eines Steuerberaters, also oder eines Treuhänders, sagt ihr, ja. Genau, ja. Was passiert da so? Erzähl mal. Also ich habe zum Beispiel eine sehr interessante Geschichte. Da sind zwei Ingenieure zu mir gekommen und die haben wirklich ganz klassisch in der Garage einfach ihr Unternehmen aufgebaut in dem Sinne oder gegründet. Und ich habe die dann mehrere Jahre lang betreut und das war extrem interessant, weil das war eigentlich das erste Unternehmen, das extrem schnelles Wachstum gehabt hat. Also nach ein paar Jahren sind die dann auf 50 Mitarbeiter hochgewachsen und ich hatte dann das Glück, dass ich die wirklich von Anfang an betreuen durfte. Und bei denen war das eben so, die haben elektronische Produkte verkauft, weltweit auch. Aber am Anfang war das eher so Europa. Und da musste ich mich dann auch sehr, sehr stark einarbeiten in diese ganzen Umsatzsteuergeschichten, aber da auch eben Doppelbesteuerungsabkommen und diese ganzen Sachen. Und ich erinnere mich noch, weil relativ am Ende dann, kurz bevor ich mich dann selbstständig gemacht habe, war das dann so, dass ich fast jeden Tag mit 5 bis 6 Investoren am Telefon sprechen musste. Und die haben wirklich uns da Löcher in den Bauch gefragt. Die hatten dann so ganz riesen Excel-Tabellen, wo die alle möglichen Daten eingetragen haben und dann wurde das Unternehmen für 70 Millionen verkauft und das war eigentlich der Moment, wo ich dann ein Angebot bekommen habe von diesem Unternehmen, dass ich dort als Finanzleiter starten kann sozusagen. Ja. Aber das war der Moment, wo ich dann auch realisiert habe, Moment mal, ich habe jetzt wirklich sehr viel Know-how und Erfahrungswerte aufgebaut und ich komme auch aus einer Unternehmerfamilie. Das war eigentlich so der Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, so okay, ich gründe jetzt mein eigenes Unternehmen in dem Sinne. Aber das ist ein spannender Punkt auch, ne? Also letzten Endes, wenn man den richtigen Treuhänder dabei hat und der auch die Zahlen dann mit unterstützt. Also ich höre da schon raus, du bist doch nicht so der Typ, der einfach sagt so, ja, schick mir mal einen Karton mit Belegen, ich kümmere mich dann drum, so nach dem Motto, und mach vielleicht eine Lohnabrechnung. So, du brätst ja richtig, ne? Also da ist richtig. Und das ist ja nachher auch was dem Firmenwert, wenn man dann eben auch mal ans Veräußern denkt. Es geht ja eigentlich gar nicht ohne. Jeder Investor, jeder potenzielle Käufer guckt ja auf die Zahlen, richtig? Das ist richtig so. Und ich meine, wenn du dir jetzt vorstellst, dass du für 70 Millionen dein Unternehmen verkaufst, wenn du da auch nur 5 oder 10% oder vielleicht sogar 30% rausholst, dann kannst du dir vorstellen, was für einen massiven Unterschied das man natürlich macht. Und vor allem ist es bei uns auch so, dass ich auch sehr stark im Bereich Unternehmensberatung tätig bin. Also viele Treuhänder nennen sich so Sparringpartner und so. Aber du kannst halt wirklich nur ein richtiger Sparringpartner sein, wenn du zum Beispiel selber das erreicht hast, ein gewisses Wachstum zu erreichen. Oder wenn du selber zum Beispiel mal einen YouTube-Kanal aufgebaut hast, dann kannst du auch nur jemanden verstehen, der selber in dieser Welt sich bewegt zum Beispiel. Ja? Mhm. Und das ist der Grund, dass wir eben natürlich Buchhaltung und Steuererklärung, das muss sauber gemacht werden. Ja? Das ist wichtig. Aber das ist so wie ein Hygienefaktor, der muss einfach stimmen. So wie als wenn du ins Restaurant gehst und du erwartest einfach, dass das WC in dem Sinne sauber ist. Ja? Aber am Ende kommt es dann wirklich darauf an, dass du natürlich eine gute Zeit hast im Restaurant, dass das Essen lecker schmeckt, dass du freundlich bedient wirst. Und das ist eben das im Treuhandwesen, wo es dann um die Steueroptimierung geht. Und aber vor allem aus meiner Sicht ist auch das größte Potenzial auch in einer gewissen Unternehmensberatung, weil die Unternehmer treffen die ganze Entscheidung und wir haben eigentlich als Treuhänder oder Steuerberater haben wir so den Röntgenblick. Das heißt, wir sehen genau in die Zahlen und es kann uns niemand was vormachen. Ja? Sehr viele Unternehmer erzählen ja immer sehr viel so, ja, ich habe den und den Umsatz gemacht und hier und da. Aber wir sehen ja wirklich mit dem Röntgenblick rein und da geht es wirklich darum, dass man laufend, auch unter dem Jahr, nicht nur bei der Jahresabschlussbesprechung, sondern wirklich unter dem Jahr auch entsprechend proaktiv eine Beratung geben kann. Ja. Was mich noch interessieren würde, du hast gerade eben schon gesagt, so die meisten Steuerberater, die meisten Treuhänder sind nicht so fit in solchen Bereichen. Wie ist das denn mit den Behörden, wenn ihr jetzt auch mit Finanzbehörden zusammenarbeitet? Haben die das, sind die in der Schweiz fit? Wissen die, was da abgeht? Oder müsst ihr stellenweise dann auch mal so einem Finanzbeamten da erklären, was eigentlich ein Dropshipper ist und wie das denn alles funktioniert? Das ist tatsächlich so, dass man da wirklich Aufklärung betreiben muss. Auch zum Beispiel im Bereich Amazon FBA. Also das ist für die eine totale Blackbox. Sie wissen nicht genau, wie das funktioniert und warum das so anders ist und so weiter. Ich erinnere mich noch an die Zeit, wo eben Kryptowährungen so aufgekommen sind, 2017, 2018 so, wo das so der Hype geworden ist. Da mussten wir teilweise wirklich mit der Steuerverwaltung, mussten die genau erklären, wie das genau läuft und was das genau ist und so weiter. Also das ist jetzt zum Beispiel eine Situation. Genau. Hättet ihr eigentlich dem Staat noch eine Rechnung schicken müssen? Beratungsdienstleistung. Ja, oder? Genau, ja. Ja, wäre besser. Aber ist ja gut. Letzten Endes so, ihr bringt ja dann den gesamten Markt voran und habt dann dementsprechend auch einen entsprechenden Einfluss. Wie sind jetzt eure Pläne eigentlich? Also du bist stark gewachsen, hast du schon selber gesagt, oder ihr seid stark gewachsen. Wo geht's noch hin? Also was habt ihr euch so vorgenommen für die nächsten Jahre? Wo seht ihr euch da?
Also für mich ist sehr wichtig, ich beobachte zum Beispiel im Markt, vor allem im Schweizer Markt habe ich das Gefühl, sind sehr viele Berater und Steuerberater sehr konservativ, wenn es um ihr Wissen geht, dass sie das eher für sich behalten, sage ich jetzt mal. Ich möchte gerne einen anderen Ansatz fahren, ich möchte gerne Unternehmertum in der Schweiz voranbringen. Das heißt, für mich ist auch eben wichtig, jetzt zum Beispiel auch diesen YouTube-Kanal weiter auszubauen und dort auch Marktführer zu sein, sage ich jetzt mal. Es gibt ehrlich gesagt momentan auch nicht viele andere Treuhänder, vielleicht ändert sich das, aber auf jeden Fall, das ist unser Ziel, wirklich an der vorderen Front, vor allem was digitale Unternehmen angeht, eigentlich prinzipiell die Nummer 1 Anlaufstelle zu sein, aber auch gewisse Weiterbildung auch an die Unternehmer zu geben, vielleicht auch an andere Menschen, die selber in der Ausbildung gerade sind zum Treuhänder oder so, dass die, also da merken wir jetzt auch, dass wir da immer mehr Viewer haben, die sich das auch so anschauen. Also wir möchten sicherlich in die Richtung gehen und dort auch wirklich Marktführer werden im Bereich digitaler Unternehmen in der Schweiz, genau. Ja, du hast schon völlig richtig gesagt, ihr habt einen YouTube-Kanal, den werden wir auch verlinken hier unter dem Video natürlich. Mhm. Was sehe ich da? Was bekomme ich da von euch? Also vor allem gehen wir sehr viel auf so Steuerfallen ein. Also wir zeigen wirklich auf, was kann schief gehen, wenn du zum Beispiel eine Firma gründest, was ist die richtige Firmenform, was kann schief gehen, wenn du dich bei der Mehrwertsteuer registrierst. Wir gehen aber auch auf gewisse Branchen zum Beispiel ein, was musst du als Coach besonders beachten, weil da gibt es eben sehr viele Eigenheiten bei den gewissen Branchen, die oftmals eben auch nicht so gut verstanden werden. Ja? Wie zum Beispiel bei Coaches eben diese ganze Mehrwertsteuerthematik, zählt das als Weiterbildung, was ist, wenn ich Lebensberatung anbiete, diese ganzen Sachen. Oder zum Beispiel auch im Bereich Amazon FBA gibt es so viele teure Steuerfallen, die du machen kannst, wo Leute teilweise sogar im 5- bis 6-stelligen Bereich fast schon im ersten Jahr eigentlich Geld verlieren in dem Sinne. Und das sind so Themen, die wir auf jeden Fall in unserem YouTube-Kanal besprechen. Ja, alles klar. Verlinken wir hier unter dem Video. Henrik, ich danke dir vielmals, dass du da warst. Danke fürs Interview und für die Insights. Und wer mehr über Henrik erfahren möchte, wer vielleicht auch in der Schweiz aktiv ist als Unternehmer, schnell wächst oder das demnächst vorhat und jetzt sagt, ich will es von vornherein richtig machen, habe keine Lust, Geld zu verbrennen und böse Briefe zu bekommen, dann einfach bei euch mal reinschauen, melden, Erstberatung und dann schauen, ob man da zusammenpasst. Danke nochmal, dass du da warst. Vielen Dank für die Gastfreundschaft und... Ja, sehr gern. Euch vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.